4 Jetta. Bahn 5 Campbell Brown und einen Seitenblick riskieren wir natürlich auf Bahn 8, wo Verena Seiler unterwegs ist. Also realistisch gesehen kann sie hier vielleicht einen Platz belegen, so um 6 oder 7 ganz nach vorne reinzulaufen, wird nicht möglich sein. Verena Seiler, 11:10 ihre Bestzeit. Und da sind sie raus, in der Mitte Jetta, die Kraft vorläuft. Und daneben Campbell Brown, die noch vorne ist. Aber jetzt kommt Jetta, Campbell Brown und Jetta, das sind die beiden. Eieieiei, eine ganz enge Entscheidung. Campbell Brown und Jetta. Also Campbell Brown auf der Bahn 5 und Carmelita Jetta auf der Bahn 4. Die schauen beide so ein bisschen fragend nach oben. Ja, und Verena Seiler, die ist ungefähr in dem Bereich unterwegs gewesen, wo wir sie auch erwartet haben. So, jetzt schauen wir mal ganz genau hin. Seiler, also zweite von links. Und in der Mitte, Bahn 4 und 5, das sind Jetta und Campbell Brown. Hier sieht Campbell Brown noch sehr gut aus, liegt vorne. Aber dann schauen Sie mal auf dieses Finish von Jetta. Da frisst sie sozusagen die Konkurrentin auf. Kann die den Vorsprung verteidigen? Kann uns diese Zeitlupe da schon Aufschluss geben? Was für ein enges Finish. Und da wirft sich Jetta nochmal nach vorne. Aber das sieht so aus, als ob Campbell Brown sozusagen die berühmte Brustbreite vorne war. Ja, so ist es. 10:89, also groß war der Vorsprung, weiß Gott nicht, für Veronica Campbell Brown. Aber sie hat eben bewiesen, sie ist einfach die Top-Läuferin in dieser Disziplin. Wie gesagt, schnellste auch in diesem Jahr. Und Verena Seiler wird Siebte mit 11,25. Das ist nicht schlecht. Zuletzt in London hat sie es ja nicht geschafft, ins Finale vorzustoßen. Musste da nach dem Vorlauf ihre Schuhe einpacken. Hier zeigte sich nochmal in ganz guter Verfassung. Also Sieg für Veronica Campbell Brown im ersten Top-Leichtathletik-Wettbewerb.